Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Ephelia und wir spielen weiter Dragon Age Origins. Und wir sind jetzt hier in der Versammlungshalle und müssen mit Vartag reden. Ich weiß jetzt nicht mehr, wessen Supporter er ist, ob das jetzt von dem Lord Harrowmont oder dem Prinz Beelen oder wie der hieß, ist, aber das werden wir jetzt herausfinden. Willkommen, Wächter. Es ist für Orsamar stets ein Segen, euren Orden zu empfangen. Ich bin Vortec Gevorn, oberster Berater des edlen Prinzen Beelen. Was bringt ihr für Neuigkeiten? Okay, ich brauche Unterstützung gegen die Verderbnis. Oder gegen eine. Ja, der Vertrag. Ich habe ihn in der Bibliothek der Bewahrer gesehen. Das Problem ist nur, dass diese Verpflichtung ausschließlich für unseren König gilt. Und so etwas haben wir im Moment leider nicht. Ach, das ist ja schade. Wie können wir behilflich sein? Mein Prinz ist der rechtmäßige König, aber enttäuschend viele Lords unterstützen den Thronanspruch des Emporkömmlings Harrowmont. Wenn ihr Prinz Beelen unterstützt, könnte er euch bei euren Wünschen vielleicht behilflich sein. Okay, ich dachte, König Andryn selbst hätte Harrowmont gewollt. Das schmerzt am meisten. Harrowmont hat den Wahn des sterbenden Königs ausgenutzt, um derlei Beschuldigungen gegen den eigenen Sohn zu streuen. Nun versteht ihr vielleicht, warum Beelen den Worten einer Fremden nicht einfach trauen kann. Wie angesehen sie auch sein mag. Okay. Ich schwöre, dass ich kein Spion bin. Nee, was muss ich tun, um meine guten Absichten zu beweisen? Harrowmont ist sich in Bestechung und Nötigung ergangen, damit jedes Haus in seinem Sinne handelt. Aber wenn eine neutrale, fremde Partei an einige wichtige Mitglieder herantrete, mit unverrückbaren Beweisen über Harrowmonts Betrug... Unverrückbare Beweise? Und sowas habt ihr natürlich. Mein Prinz würde sich dann bestimmt dankbar erweisen. Okay. Was für Beweise denn? Harrowmont hat dasselbe Stück Land zwei verschiedenen Dashiers versprochen. Lady Dace und Lord Helmy. Harrowmont kann das Land nicht beiden geben, aber das werden sie erst nach der Wahl herausfinden. Ich habe Kopien der Schuldscheine, die Harrowmont den beiden gegeben hat. Wenn sie sie gesehen haben, überdenken sie vielleicht ihre Wahlentscheidung. Woher habt ihr die Schuldscheine? Das ist unwichtig. Ihr könnt sagen, ihr hättet sie auf der Suche nach eurem Vertrag in der Bibliothek der Bewahrer gefunden. Könnt ihr das nicht irgendwo melden? Normalerweise beschäftigen sich die Bewahrer mit solchen Vorwürfen. Das sind die Scholaren, die unsere Gesetze, Chroniken und Stammbäume verwalten. Sie sind die Schlichter aller Konflikte in Orsamar. Doch der wichtigste von ihnen, der Bewahrer der Erinnerungen, hat leider einen Großvater, der ein Vetter ersten Grades von Lord Harrowmonts Tante ist. Natürlich ist von ihm keine vorurteilsfreie Bewertung zu erwarten. Ja, okay. Also er würde wegen eines entfernten Verwandten seine Pflicht vernachlässigen... Ich kann von Oberflächler nicht erwarten, dass sie verstehen, wie wichtig die Familie in Orsamar ist. Der Bewahrer ist parteiisch, und wenn ihr Prinz Beelens Hilfe wollt, müsst ihr zeigen, wo eure Loyalität liegt. Werdet ihr es tun? Also als allererstes steht die Kaste und danach die Familie an oberster Stelle. Und dann kommt erstmal ganz lange nix und dann vielleicht irgendwas anderes. Ich muss darüber nachdenken. Das Angebot gilt nicht ewig. Wenn mein Prinz erfährt, dass ihr seinem Feind Treue geschworen habt, ist er das nächste Mal nicht mehr so freundlich. Ich bin hier, falls ihr es euch anders überlegt. Okay. Ja, ich muss erstmal noch mit dem Typen von Lord Harrowmont sprechen, dem... Gott, wie hieß der noch? Keine Ahnung. Steht er nicht hier irgendwo? Dulin, okay, wer ist das denn? Ich hörte schon, dass ein grauer Wächter in der Stadt ist. Ich bin Dulin Forrender, genau, Berater mit dem von Lord Harrowmont, dem von König Andryn bestimmten Thronfolger. Es geht das Gerücht um, dass der Oberfläche eine Verderbnis droht. Eine Schande, dass wir derzeit außerstande sind, zu helfen. Ja. Ich möchte mit Lord Harrowmont sprechen.
Normalerweise wäre es Lord Harrowmont eine Ehre, euch zu treffen. Doch leider haben wir schon mehr als einen von Belens Spionen gefasst, als er sich Harrowmont unter dem Mantel der Freundschaft nähern wollte. Ich kann deshalb eurem Wort nicht einfach vertrauen. Wenn ihr mit Harrowmont sprechen wollt, müsst ihr eure Vertrauenswürdigkeit beweisen. Ach, Entschuldigung, musste husten. Okay. Wie kann ich beweisen, dass ich nicht für Belen arbeite? Das ist ein großzügiges Angebot. Wenn es euch ernst ist, solltet ihr heute am Tornei teilnehmen. Die Dashiers nehmen es sehr ernst. Unglücklicherweise konnte Belen die besten Kämpfer des Hauses Harrowmont erpressen oder einschüchtern, sodass sie nicht daran teilnehmen. Okay. Ich soll also in Harrowmonts Namen am Tornei teilnehmen? Eure Loyalität wäre damit jedenfalls eindeutig geklärt. Belen würde nie mit jemandem arbeiten, der ihn derart erniedrigt. Harrowmont hätte dann bei einem Treffen mit euch nichts mehr zu befürchten. Ich will mich nicht auf eine Seite schlagen, eigentlich. Dann müsst ihr warten, bis es einen Sieger gibt. Lord Harrowmont kann es nicht riskieren, mit jemandem zu arbeiten, dessen Loyalität ungeklärt ist. Okay. Sagt Bescheid, wenn ihr eure Meinung ändert. Das Tornei findet heute Nachmittag statt und Lord Harrowmont könnte euch auf seiner Seite brauchen. Ich bin jetzt gerade irritiert und zwar war das, weiß ich, dass ich beim letzten Mal dieses mitgemacht habe und ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass beide den Quest hätten. Dass wir als Tornei-Typ da mitmachen für die. Aber jetzt haben wir ja einmal Wieso den Quest. Wieso haben die Zwerge eigentlich einen König? Ich dachte, sie würden über alles abstimmen oder so ähnlich. Ja, gut. Ich meine, Großbritannien hat auch eine Königin, die irgendwie nicht so viel zu sagen hat. Also, pff. Okay, königlicher Palast. Können wir da rein? Ich will mich erstmal weiter umgucken, bevor ich hier eine Meinung mir denke. Mich zu einer Meinung entscheide. Hier sind auch schon diese schönen Aquarien mit Lyrium dahinter. Okay, das ist hier eine Grüße. Ja, Grüße zurück. Gut, haben wir hier noch irgendwelche interessanten Leute? Eine königliche Wache, einen Adeligen. Königliche Wache, königliche. Meine Nase juckt! Hä? Wo schiebt sich denn hier was da weg? Irgendwas schiebt sich hier doch. Ich verstehe es nicht. Es macht zumindest komische Geräusche. Okay, können wir da rein? Eine Tür. Was haben wir denn hier? Was? Stollendieb. Was? Warte mal. Was? Wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Kann man das mal einer erklären? Ist hier einer besser als der andere? Nö, die sind alle irgendwie gleich scheiße, ja. Dann machen wir mal hier. Jetzt bin schon unterwegs. Ist das der Geruch des Todes? Genug! Na, du sollst ihn angreifen, Mädel. Los geht's. Greif ihn an! Hallo? Okay, war offensichtlich kein Was Weg. Was geht hier vor? Bei den Ahnen. Sehr gut, Wächter. Ihr kam. Was? Oh, Entschuldigung. Zur rechten Zeit. In Zeiten der Verzweiflung neigen die Leute zu seltsamen Handlungsweisen. Die sind plötzlich vor uns erschienen. Haben wir hier irgendwelche Hinweise? Der hat Geld dabei. Guck mal, ist genauso viel, wie wir für die Nax gekriegt haben. Tiefenpilz, okay. Ich hatte gehofft, irgendeiner hat so einen Auftragsschein oder sowas. Das ist ja interessant. Guten Tag. Nochmals danke, Wächter. Gern geschehen. Kann ich jetzt zeigen, dass ich auf der Seite von irgendwem bin? Okay, hier ist ein kleines Labyrinth. Hier haben wir ein paar Holzkisten. Also auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal Los geht's! Alles,
alles klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Glasphylakterion. Viele von König Andrins Besitztümern wurden eilig eingelagert. Darunter auch Trophäen einer langen Herrschaft. Unter den Kissen ist auch ein kleines Glasphylakterium. Der Bereich ist unnatürlich kalt. Dunkle Schatten wirbeln nun um ein Stück Papier in dem Fläschchen. Das Fläschchen nehmen, das Fläschchen in Ruhe lassen. Erstmal in Ruhe lassen? Nämlich dann mache ich erstmal das. Und dann gucke ich da nochmal hin. So. Und jetzt will ich das Fläschchen gerne nehmen. Das Glas zerbricht, als du es berührst. Wen haben wir da? Einen Wiedergänger. Ich habe nämlich sowas schon erahnt. Dann machen wir doch mal hier ein bisschen Action. In der Hoffnung. Oh, wow, 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 wow. Das ist ein harter Kampf. Alter Schwede. Oh. Stan, du heilst dich? Win, du heilst dich? Das wird unschön. Oh, kann ich irgendwas? Warte mal, erstmal, ich könnte ja auch sowas hier nehmen. Und zweiten, warte, erstmal nimm das. Okay. Scheiße, Win. Mist. Genau das wollte ich vermeiden. Aura der Schwäche. Ich wollte eigentlich gucken, ob wir hier irgendwas haben für Ausdauer. Tja. Gibt's Ausdauer? Ausdauer? Schluckdingskirchens? Keine Ahnung. Ha, fuck, ey. Na gut. Das war wohl nicht so gut. Oh! Wieso ist Win wieder am Leben? Ich meine, ich freue mich, aber. Hä? Okay, Win, mach mal Heilung von allen, bitte. Hast du sowas? Ansonsten geh mal irgendwie einen Schritt nach da. Das wäre cool. Du könntest doch bitte von Weitem... Fuck, ey, warum stirbt die ständig? Ist das alles okay. Mein Blut? Ist das alles mein Blut? Ja, das hat keinen Zweck hier, denke ich. So soll es geschehen. Oh, wir haben es fast geschafft. Okay, letzten Spielstand laden. Vielleicht sollen wir hier nochmal zurückgehen, wenn wir ein bisschen ausgestaffierter sind mit Sachen. Und mit anderen Leuten, weil ich glaube, Stan ist eigentlich nicht so der beste Kämpfer, auch wenn er vielleicht so aussieht. So, was haben wir hier? Los geht's! Eine Truhe. Ein Liebesbrief. Und Lederstiefel eines Staubfressers. Wow. Was haben wir denn für einen Liebesbrief? Und ein Correspondensus Interruptus. Jetzt weiß ich aber nicht, was davon war. Egal. Lassen wir es. So. Okay. Ich bin etwas verwirrt. Hier haben wir noch eine Tür. Ah, hier sind wir jetzt im Königssaal. Und zwar, hier ist der Thron von Orsama. Können wir es da draufsetzen? Nein, im Stein gefangen. Gut, da sitzt also der König, der jetzt gerade nicht existent ist. Dessen Identität wir quasi herausfinden müssen, beziehungsweise uns für eine Identität entscheiden müssen. Jetzt weiß ich nicht, haben wir hier alles gesehen? Wahrscheinlich nicht. Hier ist doch noch ein Raum. Was haben wir denn hier? Nüscht. Ist das hier ein... Ach, das ist, ist das das Bad oder so? Keine Ahnung. Okay. Hier waren wir auch nicht drin, oder? Ne, hier können wir auch gar nicht rein. Gut, dann war es das. Dann war es das. Können wir noch da rüben hin? Da, wo so ganz viele königliche Wachen sind. Oh, ich bin immer irritiert von diesem Geräusch, was da kommt. Können wir da rein? Niemand betritt das Anwesen des Prinzen ohne Einladung. Ach, das ist Prinz Belen. Da wohnt also Prinz Belen. Okay, das heißt, theoretisch ist das hier quasi erstmal das Haus von Belen. Und da kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Und irgendwie waren da Leute, die angegriffen haben. Was schlecht ist. Aktuelle Nachrichten. Die Unterstützung von Lebensraum erfolgt auf eigene Gefahr. Wird er König?
überrennt die dunkle Brut laut Expertenmeinung in spätestens einem Jahr Orsamar. Na, wer hat dich denn bezahlt, das zu sagen? Oh, eine Wandschnitzerei, die wir uns angucken können. Das Haus Eduken. Der Schild Orsamar. Okay. Wo? Hier war doch noch irgendwo so ein Haus von... Ne, das ist Lady Days. Der sollten wir theoretisch... Aktuelle Nachrichten. Plant Lord Balen die Auflösung der alten Clans? Er verweigert dazu vor der Versammlung jeden Kommentar. Genau, das weiß ich noch. Der Balen, der Prinz Balen, der ist nämlich, der möchte gerne, oder der ist ein bisschen liberaler, der möchte die Kasten auflösen. Was ich als super Idee fand, aber der war sonst scheiße. Genau, das war so eine Sache, wo ich dann auch irgendwie das kleinere Übel gewählt hatte damals. Daran kann ich mich auch noch erinnern. So, da ist Dulin, oder Dalin, oder wie er heißt. Und wir gucken uns jetzt erstmal hier um, weil ich glaube, hier sind wir jetzt in Lord Harrimons Anwesen. Können wir mit denen reden? Harrimond ist der rechtmäßige König, und ihr wisst das. Nur Lord Harrimond ist zum König geeignet. Der hat dich jetzt irgendwie eine höhere Stimme zugeordnet, keine Ahnung. Das sind die persönlichen Gemächer von General Lord Harrimond. Besucher haben derzeit Zutrittsverbot. Okay, dann gehe ich mal weiter. Okay, das ist ein schönes, schönes Haus, ja doch. Ich wette, die haben auch alle Vitamin D-Mangel. So, gibt's hier auch Angreifer? Tercy, da ist eine mit Namen. Guten Tag. Ihr steht sicher unter großem Druck wegen der Bedrohung durch die Verderbnis. Ich werde zum Stein für euch beten. Danke, das ist lieb. Hallo. Die ganze Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, die Tragödie, die Begegnungen mit dem Tod, die ständigen Kämpfe gegen die dunkle Brut, werdet ihr das vermissen, wenn es vorbei ist? Die ständigen Kämpfe vermissen? Oder euch? Ich weiß, es mag seltsam klingen, zumal wir uns noch nicht sehr lange kennen, aber ich empfinde Zuneigung für euch. Große Zuneigung sogar. Vielleicht liegt es daran, dass wir so viel gemeinsam durchgestanden haben. Oder ich bilde es mir nur ein. Vielleicht ist es nur Selbstbetrug. Tja. Ist es so? Selbstbetrug? Oder könntet ihr jemals für mich dasselbe empfinden. Voll der Schlafzimmerblick von ihm. Ich denke, das tue ich bereits. Es tut mir leid, Alistair, das ist nichts. Da ist nichts. Noch mehr Witze, ihr seid ein ulkiger Geselle. Ich weiß nicht, es ist noch zu früh, das zu sagen. Nun ist es zu früh für das. Oh Gott, nein! Kerl! Ja, dafür ist es eindeutig zu früh. Was soll ich sagen? Ich habe mein Bestes gegeben. Wenn alles erledigt ist, vielleicht haben wir dann mehr Zeit, um zu reden. Bis dahin verzeiht, dass ich so forsch war. Nee, das ist alles gut. Das Problem an der Sache ist, du stehst... Oh Gott, oh nein! Wir haben ihn jetzt. Du stehst jetzt im Tisch. Ich wollte dir eigentlich nur sagen, du sollst aus dem Tisch da rausgehen. So. Ja, das war jetzt irgendwie. Ich wollte eigentlich nicht mehr mit dem reden, weil genau sowas hatte ich befürchtet. Das Problem ist, das, was ich herausfinden wollte, ich kann jetzt nicht spoilern, weil dann würde ich schon die Geschichte quasi erzählen. Aber ich wollte etwas ausprobieren dieses Mal. Das hätte dazu geführt, dass ich halt mit ihm eine Romanze eingehen müsste. Das Problem an der Sache ist, da ich mich ja dieses Mal für einen Elf entschieden habe und nicht für einen Menschen, ist es mir nach Google-Recherche, nach Wikipedia... Huch, nein, ich wollte nicht auf dem Bett rumtrampeln. Hallo, ich will die Schriftrolle mir angucken. Warum kann ich das denn nicht? Hey! Doch, da. Ein Brief von Andrin Eduken. Okay, warte, den möchte ich gerne lesen. Kurzer Gedankengang. Also ich wollte gerne etwas tun, was allerdings nur als Mensch funktioniert und nicht als Elf. Was ich halt nicht wusste. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob ich mit ihm jetzt die Romanze machen soll, weil das kenne ich ja schon, ich weiß ja, was passiert, oder jemand anderen nehmen soll. Deswegen, ja, ich mag die Synchronstimme von ihm, Entschuldigung. Okay, ein Brief von König Andrin. Mein lieber Lord Harrimond, meine Schuld lastet schwer auf mir.
Und ich weiß jetzt, dass ich ein Narr war. Nur ein Narr würde sich das eigene Herz herausschneiden und es verbrennen, nur um den Schein zu wahren. Ich habe der Versammlung gestattet, mein eigenes Kind in die Verbannung und den Tod zu schicken, nur weil ich fürchtete, eine Untersuchung des Mordes an Trion würde den Schatten eines Skandals auf unser Haus werfen. Ihr wart in diesen langen Monaten mein Fels und mein Schild, und ich danke euch, und dafür danke ich euch. Dennoch muss ich euch um eines bitten. Ich muss wissen, ob mein Kind überlebt hat. Selbst der kleinste Hinweis darauf würde mir Frieden schenken. Schickt eure Männer, eure Späher aus, jeden, der dazu bereit ist. Balen denkt, ich sei verrückt. Er sagt, wenn irgendjemand von diesem Wunsch erfährt, sei unser Haus nicht mehr zu retten. Er weiß nicht, dass das Haus Edukin bereits verloren ist. Ich habe uns zerstört, als ich das opferte, was mir am kostbarsten war. Bitte, Pyral, helft mir. Ich wende mich an euch nicht als König, sondern als Vater. Okay, was ist denn da passiert? Ah, ich glaube, das ist die theoretische Anfangsgeschichte des adeligen Zwerges, wenn man die wählt. Die ich allerdings nicht kenne, weil ich sie nie gespielt habe. Weil da weiß ich nämlich, dass da irgendwas ist mit einem Todesfall in der adeligen Familie oder sowas. Also, okay, er wollte gerne wissen, ob er hat sein Kind in die Verbannung und in den Tod geschickt und will jetzt wissen, ob es noch lebt. Oh, das ist traurig. Das wird er nie erfahren, denke ich. Also, ich denke, er hat es nie erfahren. So, sagen wir es mal so. Erfahren werden tut das eh nicht mehr. Okay. Ich bin ja eigentlich wieder gewillt, Lord Harrowmont zu wählen. Auch wenn er traditioneller ist, was ich eigentlich scheiße finde. Aber der ist mir irgendwie, so was ich jetzt so bisher gelesen habe, sympathischer. Willkommen auf Lord Harrowmonts Anwesen. Warum schauen Sie mich nicht an, wenn Sie mit mir reden? Gut, Dallin. Hi. Seht ihr nun, wie die Dinge liegen, Wächter? Lord Harrowmont kann euch nicht einfach so vertrauen, würde aber einen entsprechenden Beweis begrüßen. Vartag will, dass ich den Leuten beweise, was Harrowmont für ein Betrüger ist. Dass ihr nach unserem Gespräch bei ihm wart, ist nicht gerade beruhigend. Wollt ihr euch nun das Vertrauen meines Herrn verdienen oder verbrüdert ihr euch mit den Schlangen? Ich war übrigens vor euch bei ihm, aber ist ja egal. Ich hätte ja schon gerne die Beweise. Ich überlege gerade, kann ich nicht eigentlich diese Beweise nehmen und die dann prüfen, ob die wirklich richtig sind? Also diese Beweise, dass der Lord Harrowmont da ein Landstück irgendwie zwei Leuten angeboten hat und wisst ja, was er da, was der Typ von den Balen halt von mir will. Okay, ich melde mich beim Tornai an und finde heraus, warum sich die anderen zurückgezogen haben. Ausgezeichnet. Die Arena liegt beim Ständeviertel. Sprecht mit dem Tornai-Meister und sagt ihm, dass ihr für Lord Harrowmont antretet. Die wichtigsten zurückgetretenen Kämpfer waren Gwydion und Basil. Ihr findet sie in den Vorbereitungskammern der Kämpfer hinter dem Ring. Ihr müsst das vor den Kämpfen erledigen, denn mit Beginn des Tornais wird die Teilnehmerliste geschlossen. Okay. Wenn ihr nochmal zu mir wollt, ich bin in der Schenke beim Ständeviertel. Der beste Ort für Klatschgeschichten oder auch die Meldung von eurem Sieg. Was, ihr werdet beim Tornai nicht dabei sein? Gut. Hier können wir wahrscheinlich nicht rein. Oh, das war unerwartet. Irgendwas ist hier aber. Aber ich sehe es nicht mit Tab. Aber auf der Map ist ein X. Keine Ahnung. Okay. Ich dachte, ich könnte da nicht rein. Ja gut, jetzt haben wir uns irgendwie mehr oder weniger für Harrowmont entschieden. Ich würde halt mich noch interessieren, ob ich trotzdem mit dem Typen von Balen reden könnte. Huch. Ja. Hast du was Neues zu sagen? Die Öffentlichkeit hat ein Recht, alles zu erfahren. Okay, offensichtlich nicht. Können wir mit der kurz reden?
Das zieht sich schon zu lange hin. Es beleidigt das Andenken von König Andrin. Mhm. Okay. Was hat der Schreier oben zu sagen? Das würde mich auch interessieren. Aktuelle Nachrichten. Lord Harrowmont ist rückschrittlich. Begreift er nicht, dass Orsama Veränderung braucht, um überleben zu können? Also den hier hat offensichtlich Belen gekauft und den da unten hat den Harrowmont gekauft. Ja, ich glaube, die sind beide halt scheiße, ne? So, warte mal. Wo war denn jetzt nochmal der... War der hier? Der eine Typ, der... Ja, der Freund, Brater vom Belen. War der hier? Nee, der war woanders, ne? Der war... Das irritiert mich, dass man in der Mitte irgendwo drauf treten kann. Mich wundert es allerdings, dass jetzt hier Leute angegriffen haben und nicht bei Harrowmont. Ich hatte jetzt erwartet, dass bei Harrowmont auch noch Leute auftauchen. Einfach, damit man so das Gefühl hat, dass beide irgendwie von diesem Chaos, dieser königlosen Zeit Probleme haben. Warte, Wartag, hier bist du. Hi. Hoffentlich vergeudet ihr nicht schon wieder meine Zeit. Ich habe euch vor eine klare Wahl gestellt. Wenn Belen euren Krieg an der Oberfläche unterstützen soll, müsst ihr ihm helfen, den Thron zu besteigen. Was genau sollte ich für euch tun? Harrowmont wollte mit demselben Stück Land die Stimmen von Lady Dace und dem jungen Lord Helmy kaufen. Ich habe Schuldscheine, die das beweisen. Aber keiner von den beiden würde auf jemanden hören, der bekanntermaßen Belen unterstützt. Ihr könntet als neutrale Partei die Beweise vorlegen und sie davon überzeugen, dass Lord Harrowmont sie betrügen will. Ich gehe sofort zu Lady Dace und Lord Helmy. Lady Dace verlässt ihre Gemächer nur selten. Die steht die ganze Zeit vor ihrem Haus. Lord Helmy ist abenteuerlustig und oft in der Schenke anzutreffen. Im Ständeviertel. Aber sagt ihnen nicht, dass ihr die Papiere von mir habt. Ihr habt davon erfahren und eigene Rückschlüsse gezogen. Ich wollte nur diese Gegenstände erhalten. Huch, nein, das war falsch. Inventar. Ich will mal kurz gucken. Wir haben von Alistair eine Rose geschenkt gekriegt. Oh, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Okay. warte mal. Questgegenstände. Hier, Schuldschein für Lord Helmy. Und Schuldscheine. So, ich würde gerne mit diesem Schuldschein. Also, ich glaube nicht. Ich weiß, kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie. Ha, die sind beide scheiße und gut. Aber ich will eigentlich, glaube ich, für Harrowmont stimmen. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass. Weil der König und. Naja, vielleicht war der ja wirklich verrückt. Aber. Aktuelle Nachrichten! Glaubt Lord Harrowmont, dass Orsama die Zwerge ewig festhalten kann? Die Versammlung verlangt eine Antwort! Ich meine, wir wissen ja alle, dass BioWare, ja, aus dessen Schmiede das ja hier stammt, was so, ich sag mal, wie soll ich es sagen, nicht sehr eindeutige Entscheidungen verlangt. Das heißt, es gibt kein Schwarz und es gibt kein Weiß. Es gibt halt verschiedene Grautöne. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich will mal kurz gucken, ob ich sie darauf ansprechen kann und sagen kann, dass ich das von einem Belen-Typ habe. Was wollt ihr? Oh, ihr seid wohl der graue Wächter, über den alle reden. Ja, der bin ich. Ihr seid Lady Dace? Ja. Und welche Angelegenheit führt euch zu mir? Ihr habt eine Stimme bei der Wahl des nächsten Königs. War das jetzt ein Versuch, meinen Kandidaten zu erfahren? Oder betreibt ihr lediglich Konversation? Bei euch Oberflächlern weiß man das nie. Ihr seid alle so charmant, direkt und schlicht. Danke, glaube ich. Oder nicht? Weil, keine Ahnung. Ihr habt meine Frage nicht beantwortet. Ja. Ich bin Mitglied der Versammlung. Ein Deshir. Und werde als eine von 80 reinblütigen Adeligen unseren König mitbestimmen. Wem ich meine Stimme gebe, darf ich erst sagen, nachdem die Entscheidung gefallen ist.
Ihr solltet euch diese Papiere einmal ansehen. Nun, ein Oberflächenflugblatt sieht anders aus. Woher habt ihr die? Schon gut. Es stimmt. Sophie steht fest. Aber ich kann nichts dagegen unternehmen. Das Geschäft fand im Namen unseres ganzen Hauses statt. Nur mein Vater kann es auflösen. Wo ist er? Ich zeige ihm die Papiere. Er führt gerade eine Expedition in den tiefen Wegen an, um einen alten Teig zu sichern. Er wird vor der Wahl nicht zurück sein. Aber womöglich ist das wichtig genug, um ihn in den Tunneln zu suchen und zu unterrichten. Die Days-Familie stünde tief in eurer Schuld. Wie kann ich herausfinden, wo euer Vater ist? Er hat eine alte Stätte der Edukin durchsucht. Er hat mir diese Karte gegeben, für den Fall, dass seine Expedition nicht zurückkehrt. Ich gebe euch auch einen Passierschein. Normalerweise darf niemand die Frontlinie überschreiten. Bedeutet das, ihr werdet gehen? Ja, ich breche umgehend auf. Belens Sieg bedeutet euch also genug, um euer Leben dafür zu riskieren? Interessant. Warte, nein! Nein, 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 nein! Das wollte ich damit eigentlich nicht gesagt haben. Ich wollte eigentlich nur gesagt haben, Belens Sieg? Ich weiß nicht, ob ich das Richtige gemacht habe. Ich werde... Kommt, erhebt eure Stimmen für Lord Harrowmont, der einzig wahre König von Orsamar und unser künftiger Retter! Ich weiß nicht, ob ich das Richtige jetzt gemacht habe oder ob wir den Quest jetzt zerstört haben. Warte mal. Orsamar. Gesang in den Tiefen. Die Gunst eines Prinzen. Die erste Aufgabe. Bringt die Schuldscheine zu Lord Helmy. Finde Lord Enver Days in den tiefen Wegen und sprich mit ihm. Du hast Lady Days die Papiere gezeigt. Da das Abkommen mit Harriman allerdings von ihrem Vater getroffen wurde, hat sie nicht die Macht, ihm Unterstützung ihres Hauses zu entziehen. Das könnte nur ihr Vater, doch er ist zu einer Expedition in die tiefen Wege aufgebrochen. Du musst Lord Days finden, um ihn umzustimmen. Das heißt, im Grunde haben wir noch nichts verpasst, ja? Also wir müssen eigentlich nur... Also es geht jetzt darum, dass wir quasi diesen Lord finden. Den Enver, Lord Enver Days. Um dort mit ihm zu reden, dass er Belen quasi beitritt. Das ist aber nicht mein Plan eigentlich. Ich würde eigentlich lieber... die Wahrheit herausfinden, was jetzt mit diesen Papieren ist. Aber hier haben wir dann halt quasi die nächste Quest. Finde heraus, warum Basil nicht kämpfen will. Finde heraus, warum Gwydion nicht beim Tornei antreten will. Wir haben aber jetzt zumindest schon mal Zugang zu den dunklen, zu den tiefen Wegen. Das ist ja auch schon mal ein Fortschritt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich meine, das können wir ja für uns nutzen. Das müssen wir ja nicht unbedingt dafür nutzen, dass wir Lord Days auf unsere Seite oder auf Belens Seite, sagen wir es mal so, ziehen. Ja, also ich hoffe, ich habe noch nichts falsch gemacht. Ich weiß auch noch immer nicht, für wen ich, also ob ich jetzt wirklich eindeutig Lord Harriman wählen soll. Ich muss erstmal in mich gehen. So, aber diese Folge ist auch schon längst zu Ende, wie ich gerade sehe. Und dementsprechend ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt, diese Folge zu beenden und nochmal die Fakten zu klären und so, wisst ihr Bescheid. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!